Eine andere Insel hat das leider nicht. Schade. Bistro, das Bistro. Jetzt baue ich mal ein bisschen extra. Hallo? Okay. So, dann hier mal und dann ja, das Bistro halt. So, was hat man noch so zum Bauen? Blockhaus-Restaurant. Ah. Sushi. Sushi ist auch immer gut. So, ich denke mal, wir haben jetzt erstmal genug Zeug, wo man essen kann. Gerade mit dem Bistro, das müsste eigentlich mehr als genug sein. Jetzt hätte ich ganz gerne. Haben wir ja schon was? Dekoration. Ein paar Bänke, ist ganz klar. Baue ich jetzt auch mal so. Nicht direkt auf dem Weg. So, und im Hintergrund der Bänke. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Ansonsten pflanze ich da einen Baum hin. Kriegen wir die nicht noch dahin, die Bank? Mist. Auch einen Mülleimer kriegen wir da doch hin, oder? Ja, hier kriegen wir einen hin. Und da kriegen wir einen hin. Bänke. Würde mich hier auf der anderen Seite auch noch ein paar haben. Wäre super. So. Und Baum würde mir da schon fast besser gefallen. Lass mich mal kurz gucken. Bäume, Bäume, Bäume. Wo waren jetzt die Bäume? Hier sind die Bäume. Mal, der ist zu klein. Da habe ich jetzt wieder die Eiche. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Die Eiche passt am besten, weil die anderen sind alle so klein. Kann ich noch ein bisschen verschieben? Genau so. Guck gerade, was es noch so für Hecken gibt. Heulbein. Hahaha. Nee, okay. Alter, pissen mir die hier auf die Wege? Ich glaub's ja wohl nicht. Ich brauche erstmal einen Hausmeisterdienst. Ja gut, das Klo ist ja hier vorne. Das ist das einzige Klo hier vorne. Vielleicht baue ich noch mal ein zweites. Ey, die pissen mir alle auf den Weg. Ich glaub's ja wohl nicht. Service, dann kriegt er halt noch mal, wo, mal gucken, wo kann man sie am besten platzieren. Ach, platzieren wir sie am besten hier neben das Bistro. Da halt noch mal eine große Toilette.
müssen natürlich Bänke weg. Also die Nacht überdauert hier nicht lange, ne? Dekoration, Wegzubehör und unsere Lämpchen wollen wir mal wieder platzieren. Guck mal. Weil sonst ist hier doch alles so dunkel, wenn wir sie nicht platzieren. So, und jetzt Personal. Ein Hausmeistergebäude, das setze ich einfach mal hier hin, auch wenn ich glaube, das ist nicht so schlau, weil da haben sie es ziemlich weit bis zum Park. Ich will die maximale Anzahl von Hausmeistern haben, bitte. Für den Park. Wir könnten ja noch ein bisschen. Ja, das würde eigentlich ganz gut passen. Moment, hier. Einfach mal noch so ein paar Wege gebaut. Hab ich jetzt schon? Kommen die jetzt so? Hab offen. Sind auch. Ach, da kommen sie her. Gut, gut. Hätten wir das auch geklärt? Zu essen gibt es jetzt so? Irgendwelche Attraktionen, die man hier um den See bauen könnte. Weil wir haben ja momentan nur Kinderattraktionen. Zirkus. Hey, meine erste flache Familienattraktion. So, das ist der Parkausgang. Ich habe immer noch das eingestellt. So, da geht's zum Zirkus. Und bitte. So, Dekorot schon. Da habe ich nämlich eine brillante Idee. Einen Springbrunnen einfach hinmachen, das wäre ja auch eine Idee, oder? Eher nicht so. Da will ich den Platz für andere Sachen haben. So, nehme ich zum Beispiel hierfür. Haben wir noch so irgendwas Zirkustypisches, was vielleicht reinpassen würde? Das würde reinpassen.
Okay, die Warteschlange passt nicht so wirklich rein. Mal da noch was. Was Zirkusmäßigeres. Alles nicht so wirklich okay. So, wie wär's mal mit ein bisschen. Nein, weiter abspielen. Okay. Jetzt haben wir also einen Zirkus. Nur blöd, dass man da nie mitfahren kann. Dass man sich da nicht so eine Show angucken kann. Vom Zirkus. Oder? Nee, man kann wirklich nur sich hier so ein bisschen umsehen. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. So, das hier ist ja alles noch ein bisschen leer, ne? Dekoration. Fassaden. Märchenfassade, Wilder Westen. Alles nicht so, ne? Adventure Ruins. Aha. Was für ein Baum. Wow. Was ist denn das für ein Baum? Heftig, heftig, heftig. Ich glaube, da kann man auch durchlaufen. Ja, kann man auch. Die Idee müssen wir uns mal vormerken. Schade, hier gibt es nichts. Also bis auf den Elefanten finde ich hier nichts, was so wirklich zirkusmäßig ist. Einfach mal die Eule hingesetzt, weil ich momentan echt nichts habe. Was so wirklich reinpassen würde. Aber warte mal, wir könnten noch. Das will ich nicht, Achterbahn auch nicht. Das will ich. Einfach mit ein paar Blumen auffüllen, die ganze Sache. War jetzt nicht so geil. Müssen wir gleich nochmal zurechtdrücken. Platziere jetzt einfach mal wie wild die Blumenbeete. Wir hoffen, dass noch ein bisschen was aussieht. So, Verschiebewerkzeug. Und jetzt noch mal zurechtschieben die ganze Sache hier.
So. Oh, jetzt ist es auch total asymmetrisch, aber... Könnte man da auch so ein Muster basteln? Mal das noch mal ein Stückchen so machen. Sieht's nicht besser aus. Wenn ich die zwei wegreiße, dann sieht es eigentlich ganz okay aus. Ich denke, das können wir so lassen. Erstmal. Was ist das hier hinten für ein... Ja, wo war er denn jetzt? Für ein riesiger Baum, ey. Ach, den habe ich bestimmt da ja keine... Ach, das ist bestimmt aus dem Workshop. Weil er hat auch keine Bezeichnung. Was ein Baum. Gucken dir an. Kann man den irgendwo mal hinplatzieren? Passt da natürlich nicht drauf. Haben wir irgendwelche Attraktionen, die so ein bisschen Waldthema haben? So, ich muss mal ganz kurz auf die Uhr linsen und feststellen, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit habe. Bringt mich nämlich auf eine kleine Idee, der Baum. Kann man da jetzt einen Weg drunter durchbauen? Tatsache, oder? Geht's oder geht's nicht? Ich glaube, es geht eher nicht. Doch, es geht. Ja, hab natürlich einen falschen Weg genommen. Kann man nicht einfach Wege auswechseln? Irgendwie nicht. Aber es funktioniert. Man kann wirklich einen Weg unten drunter durchbauen. Ich habe jetzt leider einen falschen genommen. Den wollte ich gar nicht. Ja, das ist eigentlich voll die Idee. Moment. Erde. Okay, das haben wir erstmal. Oh, ah, jetzt weiß ich, wie ich diese Plätze bauen kann. Ich sehe es gerade, klein, mittel, groß. Ach, ich depp. Na gut. So, okay. Das ist auch sehr beliebt. So, jetzt lass mich mal was kurz gucken. Ich will mal was kurz ausprobieren. Klein wieder. Kriegen wir es hin, da eine Brücke hinzubauen? Warte mal, das kriegen wir doch hin. Nee, wir müssen ein bisschen... Ich würde nämlich hier drauf, ne? Würde ich versuchen, gerne versuchen, ein paar Bänke zu bauen und so. Kann man die Bäume hier entfernen? Tatsache. So, dass man sich einfach hier hinsetzen kann.
So. So funktioniert nämlich die ganze Sache hier. Zurück. Zu Stein. Komm, das kriegt man hin. Müsste jetzt eigentlich klappen. Nee. Entfernen. So ein bisschen Zeug entfernen. Warum klappt das nicht? Mist. Ich dachte, es funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ein Stück entfernen. Nee, es funktioniert leider nicht. Ach Mann. Das muss halt so dabei belassen. So, wieso funktioniert das hier jetzt nicht? Wahrscheinlich, weil hier alles im Weg ist. Och, kann man das nicht auch hier klein groß einstellen? Ist ja nervig, hier alles einzeln wegzureißen. Na gut, dann haben wir halt sowas. Können Sie mal kurz über den See laufen? Ist ja auch ärgerlich, dass das nicht geht. Haben wir irgendwelche Wasserattraktionen? Nee, ne, das haben wir noch nicht. Attraktionen, Familienattraktionen. Ein Aussichtsturm. Könnte ich eigentlich auch mal bauen. Mache ich auch gleich mal. Ich versuche den hier irgendwo hinzukriegen, aber ich kriege ihn nicht hin. Aussichtsturm. Oder wollen wir den hier hinbauen? Moment, ich baue den mal hier hin. So, da ist der Ausgang. Hinten lang und. Ah, das würde passen, muss nur eine Bank wieder dran glauben. So. Jetzt noch Warteschlange. Dann nehmen wir mal hier Standard. Na. Sieht ja, nee, das sieht nicht gut aus. Könnten wir die noch mal bitte entfernen? Hallo, entfernen. Machen wir es halt so. Ist halt nur eine ziemlich kurze Warteschlange.
Aber na gut. So, der Aussichtsturm steht also auch. So, da haben wir ja ein bisschen was geschafft in dieser Aufnahmesession. Ich muss jetzt leider die Aufnahme beenden, weil ich noch was vorhab. Und schreibt mir bitte eure Kommentare dazu, ob ihr diesen Park hier, den wir gerade ein bisschen aufbauen, weiter sehen möchtet oder ob ihr wirklich lieber den anderen, den karibischen Park, weitersehen möchtet. Also ich würde ganz gerne den Hylia-See-Park weiterbauen, aber beim anderen, beim Paradise-Park, können wir auch noch ein bisschen weiterbauen. Je nachdem, für welchen Park ihr euch dann entscheidet, werde ich einen von beiden Parks dann als privaten Spielstand nehmen, um immer mal ein paar Sachen auszuprobieren und so weiter. Ja, ist im Moment noch ganz klein unser Park, klein und zierlich, aber ich denke, da können wir noch ein bisschen was hinbauen, allen voran die Achterbahn. Müssen wir mal schauen. In diesem Sinne hoffe ich, wir sehen uns dann oder wir hören uns dann bei der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, Leute, und tschö, tschö und vielen Dank fürs Zuschauen.